Hallo, guten Abend an alle. Ich heiße Dunja. Und dieses Bild des Flüchtlingsmädchens Dunja, wie es sich im Sommer des Vorjahres im Wassernebel aus Rohren der Feuerwehr von Feldkirchen an der Donau abkühlte, ist Österreichs Pressefoto des Jahres. Aufgenommen wurde es von einem Hobbyfotografen. Feuerwehrmann Martin Peneda wurde dafür Dienstagabend mit dem Objektiv 2016 ausgezeichnet. Eine Riesenfreude, also ich freue mich wirklich voll über den Preis. Es ist eine Riesenüberraschung, mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Und ja, es ist einfach eine hohe Auszeichnung. Das Foto ist berührend und gibt auch Hoffnung bei so einem schwierigen Thema, dass alle nur mit Krisenzäunen, Menschenhass, negativen Gefühlen, Ängsten und Sorgen der Bürger und so weiter verbinden. Ist das einfach ein schönes, positives, hoffnunggebendes Foto. Und der Feuerwehrmann Martin Peneda war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte den Blick für das Wesentliche. Damit ist er das Foto des Jahres geworden, weil es einfach das letzte Jahr ausdrückt, das wichtigste Thema des letzten Jahres, diese Flüchtlingskrise in einem Foto einfängt, aber nicht auf eine negative, bedrückende Art, sondern auf eine positive, hoffnunggebende, inspirierende Weise. Der von der Austria Presseagentur vergebene und erstmals von der Bundesinnung der Berufsfotografen und Upper Picture Desk gesponserte österreichische Preis für Pressefotografie wurde in insgesamt 6 Kategorien vergeben. Penedas Aufnahme gewann auch die Sparte Innen- und Außenpolitik. Bilder entstehen im Prinzip im Kopf. Also das heißt, du siehst was und in dem Moment reagierst. Als Fotograf, das kannst du auch nicht wirklich lernen, sondern du hast ein Gefühl dafür und dann drückst du auf den Auslöser und machst entweder mehrere oder es passt da schon ein Foto. Und der junge Mann scheint da talentiert zu sein. Ich habe kurz mit ihm auch gesprochen. Also ich bin zuversichtlich, dass er jetzt Berufsfotograf als Nebengewerbe zumindest macht. Ja, also Überlegung ist auf jeden Fall wert. Jetzt ist einmal Studium noch vorher. Und dann ist es auf jeden Fall eine Alternative, die was man einschlagen kann. Der Fotograf freute sich schon vor der Auszeichnung über die große mediale Aufmerksamkeit für sein Bild, das sich via Facebook verbreitete, danach von zahlreichen österreichischen und internationalen Zeitungen abgedruckt wurde und indirekt auch beim Entstehen des Diskurses über Hasspostings half. Pressefotografie war immer politisch und ist natürlich immer politisch. Und mit Bildern, wissen wir alle, kann man besser lügen als mit Worten. Also war es immer immanent politisch. In dem Fall war das Foto ja gar nicht politisch gemeint, sondern hat sich nur dann zu einem politischen Foto entwickelt mit der ganzen Nachgeschichte. Das war aber nicht der Grund, warum wir es ausgezeichnet haben, denn das Foto ist für sich selber stark genug und man muss gar nicht die Geschichte rundherum kennen, um zu wissen, dass es ein wichtiges, gutes Foto ist. Die kleine Dunja war dann auch der Stargast bei der 11. Verleihung des Objektivs. Mittlerweile hat die ganze Familie ihre neue Heimat in Österreich gefunden. Erst vergangene Woche erhielten sie den positiven Asylbescheid. Vielen Dank an alles.